Hallo und willkommen zur Random Show. Ich bin Ustra, bei mir ist die Miu. Hallöchen. Und während ich schon mal fleißig Blumen sammel, weiß schon vielleicht der eine oder andere, worum es sich hier handelt bei der Random Show. Nämlich um... Sehr gut, Miu. Don't Starve Together. Ach, ich wusste jetzt nicht, dass ich... Doch, du warst gefragt. Eigentlich ja. Ja, das war für mich aber sehr überraschend. Wenn ich das so ankündige, ne, dann müsste das ja wohl... Ich werde sonst nie gefragt. Ja, okay, das ist okay. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Und wir zocken einfach mal eine Runde. Wir können nicht garantieren, dass wir lange leben oder sonst irgendwas oder das auf irgendeiner professionellen Weise tun. Aber wenn dir das Projekt gefällt, dann sag Bescheid. Dann überlegen wir, ob wir hieraus auch eine wirkliche Serie machen. Also nicht nur Random Show heute, sondern auch ein bisschen vielleicht Geschmack machen auf mehr. Ich bin die Willow. Boah, brüll doch nicht so. Ganz locker. Brüll doch nicht, du brüllst die ganze Zeit. Ganz locker. So. Ich weiß gar nicht, wo du bist vor allen Dingen. Ich bin links. Okay. Sind wir wirklich. Ist das jetzt wirklich Herbst, was wir hier haben? Ja, warum? Weiß ich nicht, weil der Tag und die Nacht und der Nachmittag mir so lang vorkommen. Ja, im Herbst ist es so, dass der Nachmittag extrem lang ist, die Nacht extrem kurz und der Abend halt mittelmäßig. Und okay. Im Frühling ist es so, dass der Tag relativ kurz ist, der Abend relativ lang. Bist du da, bist du doch. Ja, ich bin hier. Ich renne hier rum mit meiner Bibliothekarin. Und im Sommer ist der Tag halt noch ein bisschen länger. Hast du denn noch schon irgendwas zu essen? Gefunden? Ja, ich habe Möhrchen und Bärchen und Pilzchen und Saaten. Ich habe eigentlich schon so ziemlich alles. Sehr gut, du bist ja richtig fleißig dabei. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Wieso? Ich bin immer fleißig. Du bist immer fleißig dabei. Ja, das stimmt. Schön, dass du das auch mal einliest. Ja, ich versuche es stetig zu ignorieren. So. Oh. Es geht hier nicht um Fleiß, es geht ums pure Überleben. Ach, guck mal, hier sind Kaninchen, tötet sie. Ich töte keine Kaninchen. Warum nicht? Weil ich jedes Lebewesen respektiere und jedes Don't starve, ja? Was heißt für dich Don't starve? Das heißt für mich... Töte Tiere, um selbst zu überleben. Nein, das heißt für mich, ich mache es ganz in Ruhe und ganz locker und versuche Veggie. Mich erstmal Veggie zu ernähren, genau. Ich nehme zwar dem Hasen seine Karotten mit und er stirbt dann sowieso, aber ich will nicht den Hasen essen. So ungefähr kann man sich mein Lebensstil halt vorstellen. Ja, das finde ich nicht amüsant. Ich schon. Endlich mal eine Random Show, wo wir auch einen wieder ein Koop-Ding zeigen können. So. Sonst bist du mal ganz alleine, ne? Und sonst bin ich mal sehr alleine in der Random Show. Das macht aber auch nichts. Aber ach so. ich will vor allen Dingen dich nicht immer drängen. Oh, lass uns das zusammen machen. Lass uns das zusammen machen. Lass uns die verdrängen. Ist schon okay. Ist schon okay. So. Das andere, ich meine, das Ziel von uns: sterben. Kann das sein, dass dein Game Sound sehr laut ist bei dir? Mein Game Sound? Ja. Nein, warum? Okay, weil du brüllst wirklich extrem. Ja, dann musst du mich mal leiser bei dir vielleicht stellen. Nein, du übersteuerst in deinem Mikrofon. Ah, ist auch egal. Ja, aber ich rede ganz normal hier rein. Okay. Nee, dann ist es irgendwie, keine Ahnung. Du bist bei mir auch sehr laut, deswegen habe ich dich jetzt auch mal ganz leise gestellt bei mir. Okay. Ich könnte einige Dinge bauen, ne? Und so. Tu das doch mal. Du bist doch hier diese Lehrerin, die kann schon alles am Anfang. Ich bin die Lehrerin, ich kann schon alles, jawohl. Ich bin keine Lehrerin, ich bin eine Bibliothekarin. Dieser feine, aber sichere Unterschied, den musst du noch lernen. Nee, okay. Eine Bibliothekarin ist für mich auch eine Lehrerin, in gewisser Weise. Bücher sortieren ist für dich also ein... Na, die berät Lehrer. Ja auch manchmal. Ja, aber beraten ist auch kein Lehren, oder? Na, ist doch, kommt drauf an. Für manche ist das schon Lehre. Ja. So, wie die Leere beim Magen, die sich langsam aber sicher. Hier ist ein Bienenstock, töte sie. Ich töte doch nicht die Bienen. Ja, ich habe dir gerade erklärt, ich töte nichts. Also, da muss ich ja mal sagen, Ustra tötet sonst immer alles hier, ne? Ich töte nichts. Und jetzt niemals. Auf einmal heißt es, er tötet keine Tiere mehr. Das ist unrealistisch. Das ist gar nicht unrealistisch. Ich versuche nur das Beste draus zu machen. Und das Beste ist, wenn ich alle Lebewesen in Ruhe lasse. Soll ich gleich schon mal ein vernünftiges Camp machen, oder? Ah, perfekt. Ja, nein, vielleicht? Ja.
fackel nur schon mal alles ab hier. Ich meine, wer braucht das denn schon hier alles? Du fackelst ab? Welchen Charakter hast du denn? Ich hab Willow, hab ich doch gesagt. Wer war das denn nochmal? Die alles abfackelt. Lass das für die mit dem Feuerzeug, okay. Ja. Ich hab ein Wurmloch gefunden. Ah ja, man erkennt dich an deinem Feuerzeug. Könntest du bitte aufhören, Feuer zu legen? Also die andere Seite ist schon mal voller Feuer. Warum? Es macht Spaß. Ich möchte die guten Seiten dieses Charakters hervorheben. Ich dachte, wir versuchen die zu überleben. Hör auf, alles in Brand zu stecken. Nein, es ist schön hell. Das ist doch nicht hell. Och. Du musst nur beim Feuer bleiben. Okay. So. Willst du nicht ins Wurmloch springen? Nein, ich will nicht ins Wurmloch springen. Ich mache uns jetzt ein schönes Lagerfeuer. Okay. Ja? Genau, ja. Genau hier. Genau hier. Zwischen grüner Wiese und Steppe oder sowas. Oder was es immer sein soll. Ich habe noch 3 Karotten gesammelt. Falls dich das interessieren soll. Das interessiert mich natürlich sehr, denn du bist dafür zuständig, dass ich meinen Magen gefüllt kriege. Aber als ordentliche Hausfrau und nicht nur Bibliothekarin kann ich natürlich auch für mich selber Essen kochen. Geh doch mal weg, ich brauche auch Essen. Das ist mir scheißegal. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist auch mein Feuer. Ja, aber entschuldigen Sie bitte. Das ist aber eine sehr dunkle und düstere Nacht heute. Das ist halt Herbst. Dafür ist sie nicht so lang. Huch, was war denn jetzt los? Hat's geblitzt? Kein Plan. Ich könnte dir einen Rucksack bauen. Ja, das ist doch super. Aber ich entschließe mich dagegen. Wie? Nein, hier hast du. Dankeschön. So freundlich von dir. Findest du es nicht witzig? Ich finde es witzig. Da ist mein Teddybär. Guck. Der ist so niedlich. Ich kann ihn nicht füttern, den Teddybären. Oh. Ich kann ihn auch nicht. Kann ich ihn anfackeln? Keine Ahnung. Ich kann den nicht anfackeln. Du hast mir erzählt, ich kann ihn anfackeln, aber irgendwie. Ja, ich habe das so gelesen. Ist auch völlig. Völlig Wurst. Wir wollen. Vielleicht weiß das ja irgendjemand von euch. Kann das trotzdem einfach mal in die Kommentare schreiben, weil mich interessiert das. Was man mit Teddybären machen kann. Ich überlebe für mein Leben gern und ich sammle alles. Vollkrau. Okay, hier gibt es eine ganze Menge, was man tun und machen kann. Deine! Theoretisch kann man hier auch kriegt man hier auch Eis her, das ist auch gut. Aber das ist geschmolzen. Guck ich mal auf meine treue Karte. Ich lauf hier mal die Straße entlang. Lauf doch mal die Straße entlang, die steilig und schwere Straße. Psst. Und ich schau mal, was es hier sonst noch. Also abseits der Wege gibt es hier erstmal. Nicht viel. Hier gibt es Fußstapfen, den ich folgen könnte. Folg doch mal Fußstapfen. Meinen Fußstapfen. Nee, nicht dahin. Hab ich eigentlich keine Schuhe an oder was? Oder was hab ich da an für Dinger? Ach doch, ich hab so Hacken an. Hier über mir schweben Geier. Sehr gut. Die fliegen nicht, die schweben. hab ich denn irgendwo meine Axt? Wo hab ich denn meine treue Axt? Dieser Weg endet hier. Warst du schon mal zelten? Ich? Eigentlich? Ja. Schon oft? Ja. Wie fandest du es immer so zelten? Also gerade mal hat man ja die erste Nacht hier gesehen. Also ich fand immer zelten ist das Schlimmste für mich. Das war immer so, ich finde es immer unheimlich, unheimlich. Ich fand zelten immer am schönsten. Echt? Ja, das war für mich immer, ich weiß nicht. Wirklich spaßig fand ich es immer und ich hatte nie Angst. Ich bin immer schnell eingeschlafen, aber ich bin eh der Typ. Okay. Umso gruseliger, desto schneller schlafe ich ein, also. Ich folge immer noch einem Tier und ich weiß nicht, was es für einen sein wird. Also es könnte sein, dass ich gleich in Dreck falle. Ich folge auch Tierspuren. Ja, vielleicht sind das ja die, die du auch folgst. Ja, sind es, weil du folgst. Es ist immer nur eine Tierspur irgendwie. Es ist immer nur, ja, ein Fußstapfen. Verstehe ich nicht. Vielleicht sind das ja Bären. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Spur, den Shrek habe ich verloren, glaube ich. Ich werde dir helfen. Zumindest sagt meine. Aber gut, meine Lady sagt doch nichts. Normalerweise sagt ihr dann so, oh ja, man hat den einfach verloren, die Fußstapfen, oder die Fußstapfen enden hier. Ja, aber die Fußstapfen endet da. Aber. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Nee, jetzt ist es nicht mehr da. Schade. Das Meer abgetaucht. Natürlich. Ich hab ja noch nichts aus dem Meer kommen sehen bei Don't Starve. Gar nichts. Ja, aber irgendwie ist die. Das stimmt, da hast du recht. Endet am Meer. So. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich gehe jetzt zu den Geiern.
Weil anscheinend gibt es hier Geier. Zumindest auf meiner Karte gibt es Geier. Ja, ich habe doch gesagt, da fliegen irgendwelche Geier. Und wofür sind die denn interessant? Keine Ahnung. Ja, also gesehen habe ich sie nicht. Ich habe nur ihre Schatten gesehen. Vielleicht, wenn wir sterben, essen sie uns und wir werden wiedergeboren. Nein, das glaube ich nicht. Ich versuche mal, ich setze mal einfach Saaten hier hin. Ich werfe einfach mal Saaten hier runter. Dann kommen irgendwelche Krähen. Ich fühle das doch schon wieder. Die machen einfach klar. Die sind sehr passiv. Ich gehe mal zurück in unser Lager. Vielleicht sollten wir einfach sterben und dann gucken, was passiert. Hier ist einmal eine sehr unwirkliche gerade. Warum sollte ich da sterben bei den Geiern? Vielleicht muss ich da Fleisch hinlegen, dass die runterkommen oder so. Hm. Aber dann müsstest du ein Tier töten. Ah, verdammt. Ah, hast du wieder das Problem, ne? Ja, für den Fortschritt und für die Neugier würde ich das ja fast tun. Also ich würde es nicht tun, um mich davon zu ernähren, aber... Einfach nee, du machst es lieber aus Spaß, um zu gucken, was passiert. Das ist ein besserer Nein, Grund. Nein, das ist Ustra, besser. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den perfekten Grund gefunden, um ein Tier zu töten. Dankeschön. Dankeschön. Ich versuche, ein Tier zu töten, um das andere Tier anzulocken. Ist es nichts? Doch. Die anderen Tiere sind aber weniger essbar, denke ich. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es so gut ist und so clever ist, irgendwelche Geier zu essen. Ich weiß es auch nicht. Könnte sein. Schmeckt bestimmt nach, You never know. Verwest Fleisch, ich weiß nicht. Wie schmeckt denn? Du bist ja gerne campen gegangen. Dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der verwestes Fleisch schon mal sicherlich gekostet hat. So wie ich das jetzt einschätze, die Situation. Nee, eigentlich nicht. Ich habe Hupi gefunden und Beefaloes. Ah, okay, ich komm. Der guckt mich komisch an. Nicht schlimm. Aber das sind welche, die nicht gestochen wurden, ne? Nö, die sind ganz normal. Ich hab Popo gesammelt. Tombstone habe ich gefunden. Touchstone meine ich. Entschuldigung. Der ist irgendwie immer so bei Beefaloes. So, hier ist überall alles. Hier ist alles gut, hier ist alles schön, hier ist alles grün und zwar nicht saftig, aber... Wir haben natürlich jetzt nichts zu essen, außer ein bisschen Möhren und das Möhren übliche. Möhren. Wir haben gar nicht so wenig zu essen. Kann ich auch schon Wände bauen eigentlich. Außerdem wollen wir ja nicht ewig leben. Guck mal, ich habe eine Leiche gefunden. Echt? Was war dran an der Leiche? Holz und Axt. Das war wohl ein Holzfäller. Ich bedanke mich für seine Axt. Die ist aber schon fast kaputt. Ich gehe mal zurück zum Lager, wie gesagt. Habe ich gekonnt ignoriert. Ja, ich weiß. Hast du Pupi mitgenommen? Ja, 7 Stück. Sehr gut, ich müsste mir gleich mal eins leihen am Lagerfeuer. Ich wollte unbedingt mal was testen. Also weißt du, selbst nicht aufsammeln, aber dann die Scheiße haben wollen. So ist das manchmal. Drecksarbeit immer Willow überlassen. Ja, meinst du nicht? Also ich fasse es zwar auch an, aber nur kurz dann. Du musst es rumschleppen. Lecker. So, ich hoffe, die Nacht bricht nicht gleich an und ich bin hier ganz alleine mit dem vielen Pupi in meiner Tasche. Ich könnte mir einen Hut bauen, sehr gut, sehr schön. Da unten ist unser Lager, okay. Ah, oh, Blume. Da könnte ich mir sowas, einen Spazierstock bauen, auch sehr interessant. Brauchst dir keinen Spazierstock, ich sag dir das. Gib mir Pupi. Ah, okay. Kann ich dich damit füttern eigentlich? Nein, ich hoffe nicht. Danke. Jetzt kann ich mir nicht ein Buch bauen. Ein Buch. Du hast jetzt ein Buch mit Pupi gebaut. Boah, krass. Die Sachen sind hier einfach nachgewachsen. Ja, ich weiß. Das sind ja Unterschiede. War das jetzt dieses Ding oder was? Welches war das denn jetzt? Applied Horticulture, also on the care and feeding of plants. Also ich weiß nicht, wie man Pflanzen wieder zum Leben erweckt. So. Ah, Blumenkrone. Cool. Mach das mal in der Nähe von richtigen Sachen. Nee, will ich aber gar nicht. Nee, will ich gar nicht. Essen und... Ich glaube, es kostet mich aber jedes Mal, bisschen von meiner geistigen Gesundheit, wenn ich sowas lese, oder? Keine Ahnung, probier's aus. Hier ist noch Gras. Weiß. Ah
Ja, das Feuer. Ich habe dieses Feuer gemacht, weil ich es weiß, weil ich es einst in einem Buch gelesen habe, wie man dieses Feuer bezwingt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in Richtung. Ich gehe jetzt in Richtung. Glühwürmchen. Ich gehe jetzt in Richtung. Ja. Wurmloch und spring da nochmal rein. Ah, warte, warte, ich komm mit Wurmloch. Es wird bestimmt eine fantastische Reise werden. Auf geht's! Wo war es denn? Oh, das ist Holzkohle. Ja, weil kommt das? Das sind die Bäume, die ich abbrannte. Dass man einfach in so ein Wurmloch springt, freiwillig, verstehe ich nicht. Oh ja, geil. Oh Gott. Ah, Matschland. Okay, ich kann mir jetzt aber neues Papier bauen für mein, für meine Bücher. Oh, hier ist ein Weg. Sollen wir den mal runterlaufen? Wir können gerne den Weg hinunterlaufen. Ich muss ja eben Papyrus machen. Geil. Ah ja, du kannst ja dann den Weg auch runterlaufen. Ich laufe dann auf den Weg hinunter. Ein schlammiges Land. Ist das ein Sumpf? Ja, ne? Stimmt. Da sind Pilze. Der Weg führt aber ganz komisch. Mir geht es irgendwie sehr schlecht. Das ist nicht schlimm. Meine Sanity geht hoch. Der Weg endete hier. Ich weiß nicht, ob ich hier sein Aua. Möchte. Aua. Also was? Dieses spiky Bushes kann man nicht abernten, um davon mega Damage zu kriegen. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Oh, weil, das sieht auch nicht nett aus. Weil diese Bäume kannst du ja auch nicht abernten. Ich mach mal diese Häuser kaputt. Autsch, Autsch, oh Gott! Autsch! Oh. Tot. Scheinbar. In diesen Hütten waren keine. Das war nicht verlassen. Da waren mehr Menschen drin. Wie? Und die kämpfen jetzt gegen die Tentakel. Mehr oder weniger. Und lassen sich auspeitschen. Oh, du hast ja lange überlebt. Oh mein Gott. Komm mir nicht zu nah, komm mir nicht zu nah. Ich hab mein Teddy bei mir. Kann ich auch nicht in die Hand nehmen oder so. Das ist alles so ein bisschen. Tja. Ha. Oh. Das war, warum? Oh nein, du hast die Rotkappe gefressen und besaut wird. Sehr gut. Das war Don't Starve. Wir sind wenigstens nicht verhungert. Und mit diesem tollen Satz würde ich das beenden. Wenn euch das wirklich gefällt, dann sagt Bescheid. Dann gibt's das vielleicht mal als längeres LP. Dann strengen wir uns vielleicht ein bisschen mehr an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.